Hallo, ich grüße euch mal wieder zu einem neuen Video. Ich habe mal versucht, die Lichtverhältnisse etwas zu verbessern. Wir haben da leider auf der, ja, in der Behelfsunterkunft, sage ich mal, jetzt nicht so die Möglichkeiten. Ihr seht das hier. Ich habe meine Uhr jetzt auch nicht aufhängen können, aber ihr seht schon 13:52 Uhr am 24.08. Wir müssen halt ein bisschen mit Einschränkungen leben und es geht nicht anders, dass wir immer alle nur perfekte Bedingungen haben. Aber ich denke mal, wir kriegen das heute hin. Mein Thema heute ist die Werteunion und was dieser ganze Zirkus jetzt in Sachsen soll. Ihr wisst ja, dass die Werteunion ein Teil der CDU ist und natürlich auch, sagen wir mal, es droht immer ein Parteiausschussverfahren. Ja, wenn der Annegret Kramp-Karrenbauer, die da irgendwie von gegen den Maßen ein Parteiausschussverfahren machen will, man muss ja wissen, dass die CDU kein homogener Verein ist. Ja, da gibt es immer die schlimmen Systemlinge, die für die ganzen Zustände hier verantwortlich sind, zu denen also Merkel gehört und auch die von der Leyen und Seehofer wohl auch. Und dann gibt es eben diesen Flügel, der versucht, die alte CDU wieder hervorzuholen. Wobei ich sage, das ist nur verlorene Zeit. Man kann in dieser kurzen Zeit diese Partei nicht reformieren. Es funktioniert nicht, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Wir müssen damit rechnen, dass es im nächsten 3 bis 6 Wochen zu einer Hyperinflation kommt, die sich auch nicht mehr vermeiden lässt, weil das System jetzt schon kaum zu halten ist. Das sagen auch die Finanzexperten. Das sehe ich auch als Laie, wenn ich mir bestimmte Kurse angucke, die dafür, ich will mal so sagen, Anzeichen liefern. Und wir wissen ja, dass eine Hyperinflation innerhalb von 4 Stunden das komplette Finanzsystem weltweit erlegen kann. Und das machen die Rechner völlig alleine. Da muss niemand da irgendwie was tun. Es gibt tausend Szenarien, wie dieses Finanzsystem zum Fallen kommt. Und an jeder einzelnen Stelle würde das komplette Szenario genau in die gleiche Richtung laufen. Es ist einfach so aufgebaut. Es ist ein Fehler, der von Anfang an, seit es Bretton-Woods-Abkommen gibt, drin enthalten ist. Und es liegt einfach daran, dass wir in einem Zinssystem laufen. Nur, dass eben die Zinsen jetzt in den exponentiellen Verlauf übertreten. Und das führt, trotz aller Rettungsmaßnahmen, die eigentlich die Situation noch verschlimmert haben, eben zu einer Hyperinflation. Nur ist es eben so, dass wir eben nicht nur eine Hyperinflation hätten, da wird es ja uns in Deutschland einigermaßen gut gehen, sondern wir haben eben eine Invasorenarmee hier in Deutschland stehen, die Obama hier reingeholt hat und wo Merkel im Prinzip nur die Ausführende war. Natürlich alles illegal, alles auch unter Bruch von Völkerrechts, Abkommen, wobei ja die Bundespressekonferenz, wie ihr alle mitgekriegt habt, wo RT da das Interview gemacht hat, dem das Völkerrecht allen völlig egal ist. Und da muss man natürlich sagen, wenn allen das Völkerrecht egal ist, kann es uns auch egal sein. Dann müssen wir zunächst erstmal sehen, dass wir als Deutsche überleben. Und das sage ich jetzt in aller Klarheit. Die Vorbereitungen für einen Systemwechsel, die sind dann erst seit gestern. Die sind losgegangen. Ich würde sagen, 2004, als die Freimaurer in die Kirchen gedrängt haben und einige Politiker gemerkt haben, was im Hintergrund hier läuft. So, damals schon ging die Erpresserei los. Im Prinzip, wenn man so will, mit der Machtergreifung Merkels hatte der Pnei-Brit den Fuß in der Tür. Wir wissen ja, dass er keine Deutsche ist und dass er im Ausland für den Mossad dafür sorgt, dass das. Also unsere Region entvölkert wird. Das ist also der große Ziel. Es geht um den Hudenplan, es geht darum, einen alten Plan umzusetzen, der kurz vor der Besetzung der Alliierten für das Nationalsozialistische Reich gedacht war. Aber wir wissen ja, dass es hier nicht um die Nationalsozialisten ging, sondern um die deutsche Wirtschaftskraft. Deswegen wurde der Krieg geführt und deswegen wird damit mit dem gleichen Plan heute umgeführt, obwohl der Nationalsozialismus überhaupt keine Macht hat. Und da fragt man sich, na wieso? Es ist doch eigentlich alles ganz anders. Das ist so. Also der militärische Geheimdienst der USA hat herausgefunden, dass die Frau Merkel eine Nachkomme von Hitler ist. Und sie wurde systematisch von Hintergrundkräften, ohne dass wir es gemerkt haben, aufgebaut. Und sie hat verschiedene Stationen durchlaufen, damit sie heute das ist, was sie ist. So, und das hat dazu geführt, dass alle um sich herum, die sich ihr eine Welt gestellt hat, aus dem Weg geräumt hat. Das hat sie vielleicht nicht selber gemacht, aber der Geheimdienst hat es gemacht. Und jetzt haben wir im Prinzip die Situation, dass an der Spitze unserer Regierung im Prinzip
dick und doof regiert. Und im Falle einer Krise wir den maximalen Schaden für das deutsche Volk haben. Das ist die Situation. Und das ist auch das, was Maaßen nicht begreifen will. Ich habe ihn das versucht, auf seinem Twitter-Kanal verständlich zu machen. Er hat diese Tweets gelöscht, oder wie das heißt. Und ich habe sie natürlich schon wieder eingestellt, ist klar, auf einem anderen Medium, so dass es nicht verloren geht. Man muss jetzt Folgendes zu Maaßen wissen. Ihr wisst ja, ich habe voriges Jahr mehrere Videos gemacht zu Maaßen und Seehofer. Damals stand es auf der Kippe, ob Seehofer bei dieser ganzen Sache mit dabei ist oder nicht. Wir wissen aber heute aus sicherer Quelle, dass er im Zusammenhang mit der Aktion, dass Obama hier die ganzen Muslims reingeschoben hat, einen wichtigen Teil übernommen hat, der auch mit der Bewaffnung zu tun hat. Das ist also inzwischen raus. Also er und die bayerische Landesregierung haben dafür gesorgt, dass die Muslims im Falle eines Falles über Blackwater bzw. über die US-Armee gesteuert von Obama bewaffnet werden sollten. Das ist also jetzt durch die ganzen Aufdeckungen auch im Zusammenhang mit der mit der Epstein-Affäre eben rausgekommen. Und jetzt rudert er, versucht da zurückzurudern und tut so, als wäre er schon immer gegen die Einwanderung gewesen. Nee, er ist einer der Schuldigen. Er hat damals in seiner Eigenschaft als bayerischer Ministerpräsident dafür gesorgt, dass zum Beispiel eine Polizeibeamtin, die in, was ist denn das, Oberbayern lebt, oder Oberfranken, herausgefunden hat, dass die Kriminalstatistik manipuliert worden ist, und zwar ganz systematisch. Und sie hat man dann gefoltert mit Medikamenten, damit sie zum Schweigen gebracht wird, dass sie unglaubwürdiger Zeuge ist. Und das Gericht, was das heute verhandelt, die wollen allen Ernstes diese Folter nochmal wiederholen. Das ist das Gericht von Ansbach. Und dieser Richter, der da ist, er hängt mit dieser ganzen kriminellen Mischpoke zusammen. Und er, die Disziplinarbehörde von München und der Münchner Polizeipräsident, hängt in dieser Verschwörung drinne, die unsere Polizei dafür missbrauchen wollen, dass die islamischen Terroristen, die sie sogar mit dem Flugzeug nachts hier einfliegen, das deutsche Volk morden sollen. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt haben. Und solange Seehofer und Merkel an der Macht ist, wird sich an diesem System nichts ändern. Und wenn er die Werteunion wählt, dann tut er zwar die edlen Ziele des Herrn Maaßen unterstützen, da die CDU regieren will, aber sobald das Eurosystem kollabiert ist, ist es für eine Reformation zu spät. Und man kann nicht in 4 Wochen etwas reformieren wollen, was sich über die letzten 100 Jahre aufgebaut haben. Wir haben dieses Problem nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit die Bundesrepublik existiert. Wir haben das Problem seit dem 28.10.1918, als zum ersten Mal gegen die Verfassung Artikel 17 verstoßen wurde und ein Gesetz, was zur Änderung der Verfassung führen sollte, nicht verfassungskonform zustande kam. Das ist die Änderungsgesetzgebung vom 28.10.1918. Und zu diesem Zeitpunkt muss man zurückkehren und erstmal diese Änderung rückabwickeln, damit man eben erstmal feststellen kann, dass keiner der Reichskanzler, weder Ebert noch Hindenburg noch sonst wer, die danach kamen, auch Hitler nicht, rechtmäßig im Amt waren. Und demzufolge würde auch das Schuldensystem kippen. Das heißt, wir hätten dann plötzlich keine Staatsverschuldung und auch keine Bundesschulden mehr. Sie hätten also nur noch die Schulden der einzelnen Politiker, die sich dann in der großen Summe darstellen und die dann wieder abzuarbeiten haben. Und da würden sie dann auch reichlich Gelegenheit haben. Und deswegen versucht eben Maaßen aus der CDU Leute rauszufischen oder ich sag mal anzusprechen, ob sie denn lieber in einem Rechtsstaat arbeiten würden als unter dem Regime Merkel, was dem Untergang geweiht ist. Das ist das, was er versucht. Ich glaube nicht, dass er das, was er jetzt tut, im Auftrag der sogenannten verantwortlichen Eliten tut, die vorbereitet haben, dieses System möglichst unblutig zu beenden und ein neues rechtsstaatliches System zu schaffen. Ob das dann die Wiederherstellung ist, zum Rechtsstand vom 27.10.1918, möge ich bezweifeln, weil die US-Militärs und auch Trump noch nicht verstanden haben, wo das Problem ist, wenn es auch die Russen noch nicht verstanden haben. Die Russen sind der Meinung, Deutschland hätte alle Verträge gebrochen. Nee, hat's nicht. Der deutsche Staat war ab 28.10.1918 nicht mehr handlungsfähig und alles, was danach geschehen ist, haben Putschisten zu beantworten. Sowohl die Weimarer Republik als auch der Nationalsozialismus und die angerichteten Schäden. So, und nun muss man wissen, dass Kinder sagen, ja, der Hitler, der hat doch die Sowjetunion überfallen. Ja, aber wer hat denn den Krieg angefangen? Angefangen
hat England. England hat über die serbische Loge das österreich-ungarische Kronprinzenpaar erschießen lassen. So. Und da war die gesamte damalige serbische Regierung darin verwickelt. So, das ist auch inzwischen alles rausgekommen. Und man weiß auch, wer der Drahtzieher war. Die Amerikaner haben geforscht und haben herausgefunden, dass Churchill nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern bereits im Ersten Weltkrieg tätig wurde. So, deswegen die Kriegsvorbereitung von England ausging. Und selbst Ribbentrop konnte daran nichts ändern. Und kaum war Ribbentrop mit den fertig unterschriebenen Verträgen wieder nach Deutschland zurück, haben innerhalb von 24 Stunden die Polen angefangen, die Deutschen zu deportieren. So. Und das natürlich, da Hitler dann 1939 das dann nicht länger angeguckt hat und dann nach Polen einmarschiert hat, um die Deutschen zu schützen, das kann man verstehen, das ist völkerrechtlich völlig legal. Aber er darf eben nicht über die Grenze laufen. Ihr wisst ja, dass Polen zu dieser Zeit entweder zu Russland oder zum Deutschen Reich gehört hat. Und dort gab es eine Linie. Also 1918 ist das dann in die Polnische Republik übergeführt worden, aber das war illegal. Durch Polen geht völkerrechtlich eine Linie, wo der östliche Teil zu Russland gehört oder zum Zarenreich, nicht zur Sowjetunion, zum Zarenreich und der westliche Teil zum Deutschen Reich, also meistens zu Preußen. So. Und dieser alte Rechtsstand, der sollte am 17.07.1990 wiederhergestellt werden und der Herr Kohl und der Herr Genscher, ne? Genscher FDP und Kohl CDU, haben verhindert, dass das passiert und die Polen hatten bereits das Gebiet so weit vorbereitet, dass es an die Russen bzw. an das Deutsche Reich übergeben werden kann. Und die waren alle wie vor den Kopf gestoßen, als Kohl am 17.07.1990 behauptet hat, wir wollen keine Friedenslösung, wir wollen auch das Gebiet nicht zurückgeben. Und zum damaligen Zeitpunkt war eben die Sache so, dass die Regierungspolitik darauf hinarbeiten sollte, die Einheit Deutschland wiederherzustellen. Und genau das wollte Kohl unter allen Umständen verhindern. Da müssen wir wissen, wer ist Kohl. Kohl ist auch kein Deutscher, der arbeitet auch für die Israelis bzw. für den Geheimdienst. Und er sollte verhindern, dass Deutschland wieder zu einer Wirtschaftsmacht aufsteigt. Deutschland, also Kohl war nicht der Wirtschaftsmotor, sondern derjenige, der sie zerstört hat. Und es ist ein Wunder, dass wir so lange durchgehalten haben. Aber solange diese Kräfte noch am Werken sind, wird auch ein Herr Maaßen mit der Werteunion nichts ausrichten können. Das ist ein Fakt. So, seine Arbeit in allen Ehren. Ich schätze ihn als Mensch, ich schätze ihn als Antiterrorismus-Experten, aber er kann in der Position, wo er jetzt ist, nichts bewegen. Wenn er eine andere Position kriegt, die er wahrscheinlich noch einen Systemwechsel innehat, möge er das können. Momentan ist es nicht möglich. So, er möge mir das bitte verzeihen, wenn ich ihm jetzt einmal sagen muss, dass das, was er jetzt tut, kontraproduktiv ist. So, wir haben ja die Situation, dass der Herr Kretschmer, den kenne ich schon von früher, aber damals noch Landesgruppenchef von den Sachsen, da gerade so der Aufsteiger. Wir hatten uns das erste Mal gesehen, das war auf der Kalbestraße. Da kam er mit seinem Wahlkampfauto da runtergefahren. Ich bin auf der rechten Fußgängerseite gelaufen und dann ist unten an der Bahnschranke ein Verkehrsunfall passiert. Und der Herr Kretschmer und sein Wahlkampfteam hatten nichts Besseres zu tun, als erstmal davon zu fahren, anstatt zu warten, bis die Polizei da ist, damit die dort die Personalien, was auch immer, aufnehmen können. Er ist einfach weitergefahren, er hat eine Fahrerflucht gegangen. Und da wusste ich, was von dem Mann zu halten ist. Wenn seine Wahlkampfveranstaltung nicht mal 10 Minuten verschoben werden kann, da frage ich mich, woran er sich sonst an Gesetze hält. Und jetzt ist rausgekommen, dass er mit den Grünen, dass er von Anfang an abgesprochen hatte, mit den Grünen eine gemeinsame Regierung zu machen und in Sachsen in das schlimmste Einwanderungsland zu verwandeln, was wir uns hier vorstellen können. Das heißt, die Sachsen haben nun aufgrund dessen, dass die AfD eine gekürzte Landesliste hat und auch nicht genug Leute hat, um die gesamte Regierung zu stürzen, ja Quatsch, zu stürzen, die gesamte Regierung zu stellen. Will man versuchen, diese AfD zusammen mit den Grünen zu verhindern. So. Das ist im Prinzip das, was hier geplant ist. Also die CDU kämpft in Sachsen gegen ihr eigenes Parteiprogramm, mit den Grünen gegen die Sachsen. So. Selbst wenn alle Sachsen nur AfD wählen würden, würde es passieren, dass es nicht reicht und dass die AfD keine absolute Mehrheit in Sachsen erreichen kann. Das heißt, aufgrund dessen, dass die Werteunion jetzt versucht, die Leute auf ihre Seite zu ziehen, bleibt den patriotischen Sachsen nichts anderes übrig, als mit der Erststimme AfD zu wählen und mit der Zweitstimme NPD, damit die Liste insgesamt in der Summe ausreicht, um eine absolute Regierung zu bauen. So, das ist dann möglicherweise ein bisschen AfD und ein bisschen NPD, ein bisschen Gekabbel geben würde, dass man sich erstmal positionieren und was will man denn eigentlich? Das ist immer noch das kleinere Übel, als wenn, sagen wir mal,
der Motor der positiven Entwicklung damit zum Stehen käme. So muss man es ausdrücken. Deswegen sage ich, das, was Maaßen mit der Werteunion macht, ist kontraproduktiv. Es führt dazu, dass mitten während der Hyperinflation, wo die Regierung eh noch nicht handlungsfähig ist, dick und doof an der Führung auch in Sachsen ist. Und das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Das heißt, es gibt momentan keine andere Möglichkeit, als dass er mit der Erststimme AfD wählt und mit der Zweitstimme den NPD-Kandidaten, weil die Erststimme kommt sowieso rein und die NPD dann über die Zweitstimme. Damit könnt ihr das wieder ausgleichen, was der Sächsische Verfassungsgerichtshof an Unrecht gemacht hat, weil es gibt im ganzen staatlichen Recht keine Listen. Also das, was hier mit den Listen gemacht wird, ist illegal. So, es gibt im deutschen staatlichen Recht, was uns zu gewähren ist, aufgrund der Haager Landkriegsordnung, Artikel 43, das allgemeine preußische Landrecht, keine Listen. Alle Politiker, die durch Listen im Bundestag sitzen, sind illegal da drinnen und haften für die angerichteten Schulden und den Schaden privat unbeschränkt. Bei den Direktkandidaten kann man sich dann streiten, ob das Wahlgesetz, was wir haben, überhaupt gültig ist und ob sie auch sie ein gültiges Mandat sitzen. Die werden sich dann natürlich rausreden und sagen, naja, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und dann muss man halt gucken, was haben sie denn gemacht. Und wenn sie die Flüchtlingspolitik befürwortet haben, sind sie genauso Verräter wie jemand, der illegal hier Waffen reinschafft oder eine Invasionsarmee hier aufbauen will. Das ist Hochverrat und das ist auch nach bundesdeutschen Gesetzen eine hart zu bestrafende Straftat. Und jeder, der dazu Beihilfe leistet bzw. Verwirrung stiftet, ist genauso Mode. Ich habe euch ja erzählt, wie man diese ganze Situation klären kann, ohne dass ein Schuss fällt, ohne dass es Gewaltausübung gibt. Aber wie ihr gesehen habt an den zwei Videos von der Wahlkommission, gibt es inzwischen in unseren Reihen auch Leute, wissen, wer die hergeschickt hat, die versuchen, unsere Arbeit zu stören, erstmal festzustellen, wer denn hier überhaupt in Sachsen überhaupt wirklich wahlberechtigt ist. Wir wissen ja, dass wir keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 hatten. Das ist einfach nicht möglich, weil unsere Gesetzgebung aufgrund dessen, dass der Einigungsvertrag durch den Innenminister Klaus Kinkel gelöscht wurde, eben noch auf dem Stand der DDR ist. Man muss es wirklich so sagen. Und an verschiedenen Dingen, die hier passieren in Sachsen, merkt man, dass wir nach wie vor in der DDR ohne Regierung sind. So, das sieht man an mehreren Stellen, auch an technischen Normen, die beibehalten worden sind. Alles in der Folge des wieder gelöschten Einigungsvertrages. Das war 1991 gelöscht worden. Ich hatte im Twitter-Account auch die Rechtsquelle mit genannt. Da könnt ihr einfach mal bei Twitter bei mir reingucken und da steht das drin, welches Bundesgesetzwort das ist. So, und wenn wir einen gelöschten Einigungsvertrag haben, haben wir nach wie vor, dass die Gesetzgebung, die in der DDR am 17.07.1990 gegolten hat, weil danach war Rechtsstillstand. Es kam zum Verfassungsnotstand aufgrund dessen, dass die zwei Vertreter der DDR die Verträge der Wiedervereinigung mit gestohlenen Siegeln des Außenministeriums gesiegelt haben. Das heißt, die haben also im Außenministerium Siegel gestohlen und haben damit Verträge unterzeichnet und gesiegelt, für die sie überhaupt keine Berechtigung haben, weil die Berechtigung haben sie erst am 23.08.1990 von der Volkskammer bekommen, überhaupt erst mal Gespräche anzubauen. So, wenn die das also vorab machen, wisst ihr, dass es alles ein großer Betrug und einer Schwindel war und dass in Wirklichkeit andere Gesetze und Regularien gelten als das, was sie uns hier erzählen. So, und wenn zwei Vertreter der DDR, Verträge zu Lasten Dritter, also uns allen gemacht haben, so sind diese nichtig. Da brauchen wir bloß mal ins BGB reingucken. Verträge zu Lasten Dritter sind nichtig. Ohne Volksentscheid kann weder die DDR-Verfassung aufgehoben werden, noch die Gesetzgebung außer Kraft gesetzt werden, noch die Wahlgesetzgebung geändert werden. Und schon gar nicht kann jemand, der in Mitteldeutschland lebt, eine Rechtsnachfolge vom Nationalsozialismus erhalten haben. Das geht nicht, auch mit dem Beitritt, weil wir sind ja nicht beigetreten, wenn der Einigungsvertrag gelöscht ist, sondern wir haben den Rechtsstand vom 17.07.1990. Und mit diesem Rechtsstand kann man nichts anderes machen, als erstmal die Siegelrechte wählen. Man kann auch nicht mal einen Verweser wählen, weil dieser Rechtsstand erstmal zurückgesetzt werden muss auf den 27.10.1918. Und von dieser Rechtsposition aus könnten wir also wieder eine rechtmäßige Regierung, einen rechtmäßigen Reichstag einberufen, einen Bundesrat wählen. So, die Bundesrepublik kann auch nicht wählen. Wenn man sich überlegt, dass die Bundesrepublik im Rechtsstand vom 116 Grundgesetz steht und dort steht drinne 31.12.1937, dann guckt man sich mal die Karte an von diesem Datum und da sieht man, dass es auf einmal Bundesländer geben müssten, die in Polen liegen oder in Elsass-Lothringen und zwar alles ohne Wirkung des Versailler Vertrags und das kann ja nicht sein.
Aber sei aber daraus ungültig zustande gekommen, weil die, die ihn unterschrieben haben, hätten gar nicht unterschreiben müssen oder können, weil die ja Hochverrat begangen haben gegenüber dem Kaiser. Die Sozialisten haben die Abdankungsurkunden gefälscht und der Ebert hat es gewusst und hat es auch zugegeben. Das ist die Situation, die wir haben. Wir haben also weder eine ordentliche Verfassungsänderung, wir haben keine ordentliche Abdankung, wir haben einen Betrug bei den Urkunden, wir haben internationale Verträge, die von Falschen ausgefertigt worden sind, das ist der Versailler Vertrag und die Kriegsschuld ist sozusagen da vorhanden. So. Jetzt haben wir natürlich immer noch die Kriegsparteien stehen, aber die Ländergrenzen sind andere. So, und so wie es aussieht, werden wir den Ersten Weltkrieg gewinnen und haben erstmal Reparationen zu kriegen. So, und den Zweiten Weltkrieg, dann über den brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil die hat der Hitler nicht angefangen. Die habe ich, wie ich gerade erklärt habe, Polen angefangen. Also Polen hat ein Problem. Und deswegen versuchen sie jetzt mit den Amis bei sich Atomraketen gegen Russland abzustellen. Dass sich das Russland nicht gefallen lässt, ist doch klar. Die werden ihre Gebiete zurückfordern und werden dann ihre Raketen an die Ostseite von Polen stellen, also an die innere Grenze von Polen. So, und dann stehen die Truppen sich gegenüber und dann haben wir keine demilitarisierte Zone mehr, was wir nämlich Mitteldeutschland wären. Mitteldeutschland, Polen ist eine demilitarisierte Zone zu Russland, eben damit es nicht zu Provokationen kommt. Wir brauchen uns bloß mal erinnern an die Situation von MH17. Guckt euch mal an, was jetzt die malaysische Regierung an Ermittlungsarbeit geleistet hat und wie die Holländer interveniert haben. So, gut. Ich mache dann noch einen zweiten Teil zu dem Video. Ich will es aber erstmal hochladen, damit ihr erstmal auf dem Stand seid. So, gut. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.